Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt 4K HDR. Ich weiß noch nicht, wie ich es nennen werde. Hier geht es darum, dass ich euch das Spiel so nah wie möglich präsentieren möchte. Ich nehme mit einer sehr hohen Bitrate auf, ich nehme mit 4K und HDR auf. Auf der PS4 Pro spiele ich es. Ich hatte das schon mal gemacht, das Video, aber in dem Spiel ist einfach zu viel Musik, wo ich nicht die Lizenzen für habe, und wenn ich jetzt sage, hier überprüf mal und so, wird meistens auch gesagt, nö, von YouTube, und von daher habe ich keinen Bock drauf. Und das Video wird dann, wenn ich dann sage, die Lieder rauslöschen oder stumm schalten, wird das Video grün durchs Bearbeiten bei YouTube oder von YouTube. Und deswegen habe ich gedacht, jetzt machst du nochmal ein Video. Ich habe jetzt die Musik komplett ausgeschalten. Ja. Und dann wollen wir uns das mal antun. Wie gesagt, 4K HDR. Ich nehme mit einer sehr, sehr hohen Bitrate auf. Wir gehen erstmal auf Optionen, Audio. Hier habe ich Musik runtergeschraubt. Da hört er das schon. So, machen wir mal runter. So. Wir haben dann noch Steuerungsoptionen. Option HDR. Hier würde ich jetzt nicht reinkommen, wenn ich nicht HDR an hätte. Mods, ich habe auch die Mods an, also ich habe die Bewegungssteuerung vom klassischen Tony Hawk Pro Skateboard 1 von drinne von PlayStation 1, und ich habe hier alles mal perfekt drin, weil ich bin einfach zu schlecht. Ich möchte euch wenigstens ein bisschen was zeigen können, und ich war damals besser, ich war damals wirklich besser, aber ich bin erschreckt, wie schlecht ich jetzt eigentlich bin. So, hier können wir unser Board anpassen mit verschiedenen Brettern, aber leider nicht in der Beta. Auch den Toni können wir uns anpassen, aber auch nur das eine hier in der Beta. So, Tricks, da könnt ihr einen hinzupacken hier. Ich habe mich für den entschieden, und da war ich auch Lips und so was alles. Und hier können wir auch nichts dazu packen oder wegnehmen, weil ja, wir haben nichts. Wir kriegen hier in der Beta halt keine Punkte. So, dann Skate-Tour können wir nicht nehmen. Multiplayer wird bestimmt richtig geil. Park erstellen, aber denk mal, können wir unseren eigenen Park erstellen? Können wir alles nicht machen. Also, wenn wir jetzt einfach mal so spielen. Wie gesagt, keine Kamera wegen HDR. Ich nehme mit einer sehr hohen Bitrate auf. Ach, ich drücke immer aus Versehen. Ich habe auch noch nicht hier gesehen, dass hier irgendwas ist, also. Ach komm. So, genau. Falsche Taste gedrückt. Ach Mensch, wieder R3 hier. Ich habe mir gedacht, die kommen jetzt hoch. Also ich hatte, ach man, das Einzige, was mich nervt, ich komme immer an diesen scheiß R3-Knopf. So, R1. Wieso gar nicht? Ah, da ist er. Nett. Ich weiß auch gar nicht, wie man. Hält der jetzt die Zeit an oder was? Ich weiß auch gar nicht jetzt, wie man das Spezial noch zündet und so.
Ich habe mir das einfach vorgestellt, muss ich auch mal dazu gestehen. Ich dachte, ich habe das noch alles so drinne, so wie es damals war. Irgendwie hier ein bisschen, da ein bisschen und dann da oben rein die Kassette holen und was weiß ich und auf den einzelnen Metalldingern sliden und so. Ich habe die komplette Steuerung nicht mehr drinne. Und irgendwie bin ich zu ungelenk mit den Fingern geworden, dass das irgendwie, keine Ahnung, dass das irgendwie mal Punkte bringt oder so. Wenn ich jetzt ohne sowas mache, dann fliege ich ständig auf die Fresse. Oh, auch hier, jetzt hält er ja automatisch das Gleichgewicht. Ich kriege jetzt nicht mehr hin, das Gleichgewicht zu halten. Früher war das alles überhaupt kein Problem. Da habe ich mich ran und dann hast du halt ein bisschen variiert und so. Und dann hast du Gleichgewicht gehalten, auch nicht unendlich so wie jetzt. Aber man hat es eine längere Zeit geschafft, um Punkte zu machen. Und die Wand konnte ich lang und alles Mögliche drum und dran. Aber es ist jetzt einfach schwieriger geworden. Was jetzt cool ist, halt, man kann hier mit dem Analogstick, kann ich jetzt hier so rumgehen. Dann sieht man, wie er sich hier so hält. Aber ich habe halt das Problem, jedes Mal, wenn ich entweder verlegte Gleichgewicht, ich weiß die Steuerung nicht mehr so wie früher, und irgendwie bin ich irgendwie ungelenk. Ich habe keine Ahnung. Oder die Tricks waren damals anders. Ich muss mal Martin anrufen, mal fragen, mit dem habe ich das damals immer gespielt. Aber so an sich, die Grafik ist top. Und halt mit diesem R-Knopf, das nervt mich. Ich komme automatisch, wenn ich fahre, ich komme automatisch immer an diesen scheiß R-Knopf ran. Ich zwinge mich schon, meinen Daumen hier runter zu machen, aber dann kann ich halt, also nach unten zu machen, aber dann muss ich halt einen ewigen Weg, um auf X oder Dreieck zu kommen. Das ist dann halt schon nervig. So, jetzt werden wir mal hier abbrechen. Level erneut starten. Ich bin auch immer noch am Fummeln von den einzelnen Tricks. Das ist das. Wie gesagt, früher, da war das auch möglich. Wo sind sie denn, die Rohre? Hier oben, hier müssten sie sein. Da oben. Da konnte ich auch da oben hin. Ich konnte irgendwie mehr Schwung holen. Früher war das irgendwie einfacher, bin ich der Meinung. So wird halt gekriegt. Ey, was war denn das? Schon.
Mann, dieser R-Knopf immer, ey. Nicht so grottenschlecht geworden, ey. Aber ich habe hier auch, eigentlich müsste da oben was drinnen liegen, aber es leuchtet zwar irgendwas, aber man sieht auch nichts, dass da hier irgendwo was liegt. Also das ist im Gegensatz zu den anderen, zu den alten Demos, die damals gab für die PS1. Da konnte man Kassetten sammeln und was weiß ich alles. So, sah so aus, als wenn ich jetzt hier was freischalten habe, aber halt doch nicht. Ja. Und dann können wir hier noch Dreieck drücken, da haben wir Toni, unser Profil, und dann können wir da auch sehen, aber wir haben ja halt, wie gesagt, nichts. Also wir können ja hier nicht verbessern, wir haben keine Boards, die wir freischalten können, gar nichts. Aber zum Kennenlernen ist es wirklich ganz gut. So, also wie gesagt, ich habe keinen Trick mehr drauf, ich bin absolut grottenschlecht geworden, absolut grottenschlecht. Und früher haben wir das Ding gerockt. Ich bin auch nicht so der Skater und der Skate-Fan und so, aber Tony Hawk, das war immer so eine Institution, das habe ich mit meinem Besten gespielt damals. Und dann hat man versucht, sich gegenseitig zu übertrümpfen mit den Punkten und mit den Tricks und ich habe alle Kassetten und was kann man noch sammeln, ich weiß gar nicht mehr. Filmbänder waren es, glaube ich, auch. Bin mir jetzt nicht mehr so sicher. Oh, und dann konnte man ja den Helikopter da im Flugzeughangar konnte man ja anmachen, dann ist der, hat der Rotor sich gedreht und... Oder wartet, der Rotor hat sich gedreht? Ich bin mir jetzt ja nicht mehr sicher. Irgendwie konntest du dann halt auch Sachen auslösen und so. Das war immer richtig geil. Das hat Spaß gemacht, das überhaupt rauszufinden, wie das geht und dass man es dann hinkriegt. Und das war cool. Ob das jetzt hier auch so sein wird, das kann ich anhand der Beta leider nicht sehen. Ist ja auch nur die Beta. Die Vollversion kommt ja bald, die werde ich euch dann auch präsentieren wahrscheinlich, wenn alle gut geht. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wie gesagt, ich lade das in 4K HDR hoch. Ich werde nicht schneiden, weil ich kann 4K HDR Video auch nicht bearbeiten. Ich lade das so hoch, wie ich es aufgenommen habe, mit einer sehr hohen Bitrate, damit ihr ziemlich nah an dem Ergebnis seid, wie ich es hier vor mir habe. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn es euch gefällt, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.